Jetzt haben wir viel auch geredet über Marken und über Prozesse, über Digitalisierung. Lass mal ein bisschen auf den Kunden gucken. Viele sagen, ja, der hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert oder verändert. Meine Frage an Sie beide ist, haben Sie auch diese Veränderung wahrgenommen von Kundenverhalten? Vielleicht Hellmann als erstes. Hat sich der Fan verändert in den letzten Jahren? Es gibt schon eine Veränderung im Fanverhalten. Das hat natürlich viel mit den gesellschaftlichen Umständen zu tun. Ich glaube, das ist normal. Wenn man über Millennials redet, weiß man, muss man heute eine ganz andere Kommunikationsebene beschreiten als möglicherweise bei denjenigen, die um die 60 herum sind. Ich finde aber, das unterscheidet sich im Wesen der persönlichen Beziehungen nicht so sehr, wie es in einfachen Stilisierungen draußen in der Öffentlichkeit gerne erzählt wird. Weil auch hier bleibt im Kern eine Beziehungsebene, darüber haben wir gesprochen, die von Erwartung und Emotion, von Haltung und Leistungsversprechen gekennzeichnet ist. Das ändert auch bei der jungen Generation sich nicht, bei der nächsten Generation. Nur die Medien sind anders und damit kriegen Dinge etwas schnellere Abläufe und Wechsel. Also auch die Tatsache, dass man heute Vertragsbeziehungen schneller beenden kann und auf neue draufgehen, wird bedeuten, dass man sich anders in der Kommunikation um diese Zielgruppe kümmern muss. Aber im Wesentlichen gibt es nach wie vor Erwartungshaltung und mit denen müssen wir umgehen. Jeder in seinem Bereich, wir mit unseren Fans und zwar in einer Bandbreite von Ultras, von denen wir viele haben, bis hin zu Bank- und Versicherungsvorständen, von denen wir hier bei Eintracht Frankfurt viele in unserem Stadion haben. Und alle eint, dass sie am Ende mit ihrem Bier in der Hand 90 Minuten bei einem Heimspiel mit der nötigen Emotion auf den Platz schauen. Da sind dann alle gleich in der Situation. Das ist die große integrative Kraft des Fußballs, die auch über diese Generation, ob alt oder jung, immer einen zentralen Punkt berührt, nämlich die Frage, was löst man an Emotionen in den Menschen aus? Und Herr Schindburg, wie haben Sie die Veränderung des Kunden wahrgenommen in Ihrer ja auch langen Karriere in der Versicherungswirtschaft? Also die Formulierung lang ist ja nett, was mein Alter angeht, von daher muss ich mir die merken. Also ich stelle schon fest, dass der Kunde sich verändert hat und zwar insbesondere, dass sie hat der Frage, ist er bereit, langfristige Verträge einzugehen? Das ist ja ein unserer Kernthema, heißt langfristige Verträge, die teilweise 30, 40, 50 Jahre laufen. Da merken wir eine deutliche Zurückhaltung. Das Zweite ist, wir merken bei jungen Menschen, dass sie häufig den klassischen Weg über eine Person, der Berater kommt ins Haus, das ist schon der Berater meiner Eltern gewesen, da schließe ich jetzt folgende Versicherung ab, dass es das so nicht mehr gibt. Und wir merken auch, dass in der Fragestellung, das ist ja erst in 50, 60 Jahren, da mache ich heute noch nichts. Also von daher merken wir eine dramatische Veränderung und wir erreichen viele der jungen Menschen nicht mehr über die klassischen Vertriebswege, sondern viel, viel stärker über YouTube, über WhatsApp etc. Das heißt, wir müssen uns schon ziemlich umstellen, um das zu erreichen. Und der letzte Punkt, den wir merken, den habe ich eben schon mal angerissen, ist, wir haben uns in der Vergangenheit darauf verlassen, dass wir nur besser und schneller als unsere Wettbewerber sein müssen. Mhm. Also wenn der Wettbewerber 8 Tage für eine Regulierung braucht oder für eine Police und ich hatte 7 Tage, dann war ich schon der Held. Die Benchmark ist heute, wie ich schon erwähnte, Amazon in einem Tag, in wenigen Sekunden. Das hat sich verändert. Also da ist eine deutlich andere Erwartungshaltung gekommen. Am Ende eint die Menschen natürlich schon, dass sie Sorge vor einem Schadenfall haben. Aber sie schauen es von anderen Perspektiven an und wir müssen zumindest feststellen, dass die Rezepte, die wir vor 15, 20 Jahren verwendet haben, heute nicht mehr zu einer schmackhaften Gericht zusammenkommen, die Kunden wirklich genießen wollen. Ich habe eine Frage an Sie beide. Was würden Sie heute tun? Was wären die Top 3 Dinge, die Sie tun würden, wenn Sie heute einen Versicherungsmakler eröffnen würden oder einen Bestand übernehmen würden? Vielleicht Herr Schindburg, Herr Hellmann, fangen Sie doch am besten an, weil wir sind am meisten gespannt, ob das da kommt. Kann ich Ihnen sagen, das allererste, was ich machen würde, ich würde mich mit dem örtlichen Sportverein verbinden. Das halte ich für ganz entscheidend. Ich glaube, es ist nach wie vor so bei aller Digitalisierung und Sie haben vollkommen recht, wir müssen sehr schnell heute, das gilt für uns auch, Karten, Tickets, Merchandising, das muss alles schnell gehen, muss ausgeliefert werden, aber People Business, also wenn Mensch zu Mensch spricht, das ist unersetzbar fürs Netzwerken. Und ich glaube, das Allerwichtigste für mich wäre, der örtliche Sportverein mich in die Emotion, die da herrscht, ob in der Kreisliga oder in der 4. Liga, spielt überhaupt gar keine Rolle, sich einzufinden. Das Zweite ist, ich würde in jedem Fall in der gesamten Kommunikation mit klaren Begriffen arbeiten, die sich wie ein roter Faden, wenige klare Begriffe, auf die sich alle, die mit mir reden, verlassen können.
Also nicht viele Worte, sondern wenige. Ich selber habe Makler erlebt, arbeite mit ihnen, und je mehr Worte und, sagen wir mal, geschwätziger Dinge passiert sind, umso eher distanziert mich das oder hat mich das distanziert. Und der dritte Punkt, natürlich würde ich mir bei der Auswahl des Partners genau Segmente angucken, bei denen ich weiß, bei allen Provisionsinteressen, die ich habe, da erlebe ich keinen Schiffbruch. Es sind so viele in den letzten Jahren als Makler auch vom Markt verschwunden, die quasi mit den falschen Produkten unterwegs waren. Das wäre, ist das A und O. Das wäre genauso, wie wenn ich Brötchen backe und einfach sage, der Teig ist mir egal. Hauptsache irgendwie einer kauft's, und das ist die falsche Einstellung. Herr Schindbock, wie sähe Ihr Maklergeschäft? Also ich bin relativ nah dran schon. Ich würde noch zwei, drei Aspekte hinzufügen. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, habe ich Lust, mit Menschen umzugehen? Also auch wenn wir jetzt über Digitalisierung sind, die erste Frage ist, habe ich Lust, mit Menschen umzugehen, mich derer Sorgen anzunehmen? Wenn ich dazu keine Lust habe, soll ich das sein lassen. Weil ich brauche neben der wirtschaftlichen Komponente diese Emotionalität, die Empathie, mich den Themen wirklich anzunehmen. Das wäre Punkt 1, der für mich wichtig wäre. Das zweite, sehr nah an dem, was Herr Hellmann sagte, eine klare Fokussierung. Also nicht, ich mache alles, sondern wie der Facharzt. Ich bin Spezialist für, damit ich einen Markenkern entwickeln kann, um zu sehen, dass ich auch glaubwürdig darüber reden kann. Das hat auch ein Stückchen was mit Fachwissen zu tun. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass ich, wenn ich über Fachwissen rede, sage, ich muss fachlich versiert sein in den Produkten, aber ich muss die moderne Technologie bedienen können. Für mich muss Videoberatung mit dazugehören, weil die Generation muss ich mitnehmen. Und der letzte Punkt ist, Sie haben das gesagt, den richtigen Partner aussuchen kann ich nur bestätigen, einfach mit der DFV zusammenarbeiten. Es ist überraschend. Ja, ich bin auch überrascht, wie das passieren konnte. Ja, genau. Trifft mich völlig überrascht. Nein, aber ich finde das ganz spannend zu hören, weswegen, weil auf der einen Seite spiegelt das Ihre Erfahrung wieder, aber auch die ganzen Studien und alle Sachen, die rauskommen. Oder wenn man mal sich sehr erfolgreiche Makler anguckt, die entweder in ihrer Größe erfolgreich sind, kleine Makler, die sehr, sehr erfolgreich sind, oder halt auch Riesenmakler, die erfolgreich sind in den letzten Jahren. Viele davon haben ganz besondere Herangehensweise. Ist es eine Region, in der sie ganz, ganz tief fest verwurzelt sind? Ist es eine, ja, vielleicht ein ethnischer Hintergrund, oder vielleicht sind sie in einer Community drin, ob es zum Beispiel Eintracht Frankfurt ist oder irgendwas anderes, wo die halt sehr, sehr tief mit drin sind. Und ich finde es schön zu sehen, dass sozusagen alle Studien und praktische Erfahrungen und auch ihre Analysen alles quasi zusammenkommt und irgendwie, vielleicht gibt es ja doch das Erfolgsrezept da draußen so ein bisschen. Lassen Sie mich noch einen Punkt dazu setzen. Wir verwenden den Begriff Customer Centricity. Und ja, häufig ist das ja sowas Antiseptisches. Man weiß gar nicht genau, was das heißt. Ich will ein Beispiel nennen, wo das, glaube ich, sehr klar wird. Wir wollen ja über digitale Prozesse für Makler und Kunden möglichst alles so abwickeln, dass er mit uns gar nicht reden muss, ja, weil es so einfach ist. Wir zeigen trotzdem überall Hotlines gegenüber Kunden und Maklern, weil wir sagen, wir möchten ihm immer die Chance geben, anzurufen. Aber jetzt kommt das Spannende. Für uns ist jeder Anruf ein Zeichen, dass wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, weil hätten wir es richtig gemacht, hätte er gar nicht anrufen müssen. Das heißt, die Devise Customer Centricity heißt, wir wollen alles auf den Kunden ausrichten. Wir glauben, dass wir die Prozesse perfekt machen, aber ihm immer die Chance geben, anzurufen. Aber diesen Anruf, wir freuen uns über den Anruf, aber nicht zu sagen, ich will mehr Anrufe, sondern mit jedem Anruf die Frage stellen, was hätte ich eigentlich im Prozess besser machen müssen, dass der Kunde gar nicht hätte anrufen müssen. Und das ist für uns mal so ein klassischer Fall von Customer Centricity, und zwar nicht wissenschaftlich definiert, sondern einfach pragmatisch umgesetzt, wie kann man sowas auf die Straße bringen. Und das muss ein Makler natürlich auch ganz stark machen, nämlich wirklich zu verstehen, was will der Kunde eigentlich von mir? Wie kann ich im Grunde genommen bestimmte Dinge antizipieren, um diesen positiven Überraschungseffekt zu bekommen? Wir haben jetzt sehr viel über heute gesprochen und auch sozusagen über den, wie wir da hingekommen sind, wie die Eintracht da hingekommen ist, wo sie heute ist, also sowohl sportlich über als auch natürlich finanziell als Unternehmen, Deutsche Familienversicherung, auch beide starke Wachstumszahlen in den letzten Wochen, Monaten und Jahren zu vermelden gehabt. Lass uns ein bisschen in die Zukunft gucken. Ja, die Versicherungswirtschaft verändert sich. Wie sieht denn eigentlich sozusagen die Trends aus, die Sie im Fußball sehen? Ist es E-Gaming, E-Sports oder welche Trends sehen Sie und was ist so Ihre Strategie dafür als Eintracht Frankfurt? Also wenn man die Welt mal um die Corona-Effekte versucht zu bereinigen, und da wissen wir ja noch nicht, was es volkswirtschaftlich mit uns allen machen wird und was es dann auch mit Fußball oder Profisport im Allgemeinen machen wird, dann ist es natürlich klar, dass auch durch Corona, aber in der Summe, der Zug der Digitalisierung eher schneller fahren wird als langsamer. Und mithin wir vernetzte Welten schaffen müssen zwischen dem, was der Fan im Stadion erlebt und dem, was er außerhalb des Stadions erlebt. Das wird eine 24/7-Welt sein.
mit vielen Informationen um die Mannschaft, vielen Dingen, die man in den Gemeinschaften drumherum macht. Und da spielt das Thema E-Sport eine große Rolle. Eine neue Generation, das sehe ich bei meinen beiden Söhnen, die haben ihre Communities, so wie man sich früher im Park getroffen hat mit Freunden. Das machen die auch, aber diese Communities gibt es auch in virtuellen Welten. Und das ist heute völlig normal, dass man einfach bestimmte Fenster hat, in denen man stundenlang dort auch verbringt. Und das muss man einfach wissen. Das heißt, wir müssen auch solche Welten zum Teil eines Fußballclubs machen. Weitere Trends werden für uns natürlich sein, also wenn man es mal geschäftspolitisch sieht, im Umgang mit unseren Sponsorpartnern, das, was wir jetzt kennen, abgegrenzte TV-Märkte. Ja, die man klassischerweise hatte, wird es nicht geben, sondern es wird sehr viel über Streaming laufen. Das heißt, man kann Reichweite auch messbar machen. Das kommt einem Club wie Eintracht Frankfurt entgegen. Wir haben viele Fans in der Region. Die Region ist kaufkräftig. Und wenn Sky oder DAZN oder andere interessiert sind, Abos zu verkaufen, dann ist der Weg über uns deutlich erfolgreicher als im freien Markt, weil wir natürlich als Sprungbrett und als Vertriebsplattform funktionieren können. Das heißt, die Partnerschaften werden sich verändern. Man wird nicht mehr als Medienunternehmen direkt an die Kunden adressieren. Das tut man mit einem ungeheuer hohen Streuverlust, sondern man wird die Eintracht nutzen, um zu sagen, baut uns eine Brücke dorthin und dafür wird vergütet. Das ist in dem gesamten Geschäftsmodell ein Riesenunterschied. Und ich glaube, dass die Schere zwischen Vereinen, die eine hohe Fan-Community, große Fan-Community haben, und damit vertriebsstark sind und denen, die kleinere haben, aber bislang gelebt haben von der warmen Decke, die der Profifußball über alle gleich ausgeschüttet hat, dass die großen Clubs davon profitiert werden. Das sind jetzt so 2-3 Trends, von denen ich glaube, dass es geht. Alle fußen auf dem Prinzip quasi der digitalen Messbarkeit und deswegen investieren wir auch ganz konsequent in diese Technologie. Herr Schindenburg, was sind so die Zukunftsthemen, die Sie im Versicherungsbereich sehen und haben Sie so ein paar Sachen mitgenommen oder sich wiedergefunden, was Herr Hermann erzählt hat? Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Überschneidungen und ich glaube, die Frage wird sein, wir werden Kunden ganz anders ansprechen müssen. Und ich meine, wir haben das jetzt in der Corona-Phase natürlich erlebt. Und ich glaube, dieser Katalysator ist dramatisch, weil die Frage schon ist, dass jemand sagt, möchte ich, dass ein Versicherungsvermittler bei mir vorbeikommt und bei mir im Wohnzimmer sitzt. Also das sind ganz entscheidende Komponente. Was wir aber lernen müssen in der Versicherungswirtschaft ist, dass wir wegkommen müssen davon, ich baue das komplizierteste Produkt, mache noch 3 Schleifen weiter drauf, sodass der Kunde gar nicht mehr in der Lage ist, es zu verstehen ohne einen Berater. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Sondern die Frage muss sein, wir müssen Produkte bauen, die quasi self-explaining sind, die nach dem Motto funktionieren, alles ist drin. Das heißt, ich habe natürlich den Vermittler, der mir hilft. Und wir setzen ja auch Versicherungsvermittler und Makler mit ihrer Kompetenz. Aber es muss der Kunde muss in der Lage sein, ein Produkt von uns zu lesen und auch zu verstehen. Und wenn ich mir manche Versicherungsbedingungen anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob die Intention ist, du sollst es verstehen oder sollst es nicht verstehen. Das wird vorbei sein. Das zweite Thema wird sein, ich muss dort sein, wo der Kunde ist. Also unter anderem im Stadion, in der Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt, aber auch in der Frage, wenn der in einer YouTube-Kurve ist, dann muss ich da sein. Wenn es WhatsApp ist, muss ich da sein. Bei Facebook ist die Frage schon, ist sie in 10, 15 Jahren oder in 3 bis 5 Jahren überhaupt so relevant? Da habe ich mal ein Fragezeichen dahinter. Ich muss da sein, wo die Kunden sind. Und der letzte Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, muss die Kommunikationswege, ich muss die Erwartungshaltung befriedigen. Ich habe das eben schon mal versucht zu skizzieren. Die Erwartungshaltung an Reaktionszeiten ist eine andere. Die Erwartungshaltung an Laufzeiten ist eine andere. Wir haben in unseren Verträgen ein tägliches Kündigungsrecht. Trotzdem haben wir die Kunden, die lange bei uns sind, weil sie zufrieden sind. Aber allein das Gefühl, na, wenn ich doch weg will, dann sagen wir, ein unzufriedener Kunde ist kein Kunde, den wir haben wollen. Bitte, wenn du gehen möchtest, mach das. Und das sind Themen, die wirklich bei den Kunden eine volle Veränderung haben und eher so sagen nach dem Motto, ich bleibe dabei, weil ich überzeugt bin, weil ich überrascht wurde. Und das sind, glaube ich, die Veränderungen, die Trends der Zukunft, die ich sehe. Und da spielt der Makler aus meiner Sicht als Multiplikator, als vertrauensbildende Maßnahme eine extrem große Rolle. Mit dem täglichen Kündigungsrecht, gab es da schon viele vorher in der Branche, die das gemacht haben? Nein, also wir sind der Trendsetter, der das Thema wirklich breit gestreut hat, verlängerte Widerrufsfrist und tägliches Kündigungsrecht. Und jetzt hoffe ich nicht, dass zu viele unzufriedene Kunden mich sehen, aber in der App ist ein roter Balken, kündigen, drücke ich drauf, ist weg. Also wir sind so selbstbewusst, dass wir sagen, unsere Produkte sind so gut, dass wir dem Kunden jederzeit die Möglichkeit geben, zu gehen, wenn er will. Und unsere Stornoquoten sind im Bestand genauso niedrig
wie im Bereich, in anderen Bereichen und zu vielen Bereichen sogar noch besser. Es ist mega spannend, weil ich denke, dass das was ganz Interessantes anspricht, die Möglichkeit von Dingen, die Kunden heutzutage wollen. Sie wollen es vielleicht gar nicht die Option haben, aber sie wollen die Option haben, also sie wollen es vielleicht gar nicht tun, also sie wollen die Option haben, es tun zu dürfen und zwar einfach. Keiner möchte sich damit mehr rumärgern, ich akzeptiere ihre Kündigung nicht oder wann ist es eigentlich? Ja. Und das ist sozusagen die Zweiseitigkeit von Kunden heute, so sehe ich zumindest. Weil Sie es gerade sagen, ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich bin ja wirklich lange in der Versicherungswirtschaft und das ist eine recht eine technische Frage. Eine der wichtigsten technischen Fragen eines Versicherungsvertrages ist die Hauptfälligkeit. Weil aus der Hauptfälligkeit rechne ich zurück, wann kündbar ist. Wenn Sie unsere Mitarbeiter fragen, sagen, was für eine Hauptfälligkeit, brauchen wir gar nicht. Also das heißt, da merkt man schon die Veränderung, dass meinen Produkten halt bestimmte technische Parameter, die eine große Rolle spielten, einfach keine Bedeutung mehr haben, weil Customer Centricity heißt nicht, einen Begriff zu wählen, den keiner aussprechen und verstehen kann, sondern es wirklich zu leben. Und ein Kunde, der nicht zufrieden ist, ist nicht zufrieden. Punkt. Dann soll man ihm sagen, bitte dann geh. Weil wir wollen eine Community von Kunden, die zufrieden sind, die hervorragenden Versicherungsschutz bekommen. Nebenbei bemerkt, Stiftung Warentest sagt sogar noch, wir haben die besten Produkte im Markt. Da ist vielleicht auch leichter, ein tägliches Kündigungsfrist zu gewähren, als Sie haben nicht die besten Produkte im Markt. Ich habe auch noch eine Frage mitgebracht für die Podcast-Zuhörer, die in der Versicherungsindustrie sind und vielleicht jünger sind, am Anfang ihrer Karriere stehen. Die ist eine Frage an Sie beide persönlich, weil Sie führen Eintracht Frankfurt, Sie sind Vertriebsvorstand bei der Deutschen Familienversicherung. Sie werden sicherlich viele unserer Zuschauer haben, die fragen, wie wird man das eigentlich? Und wie kommt man heutzutage quasi in so eine entscheidende Position? Und vielleicht haben Sie auch mal ein paar Tipps und Tricks und auch vielleicht Sachen, die man auf gar keinen Fall machen sollte, aus Ihrer Erfahrung her, um in so eine entscheidende Position zu kommen. Es ist sicherlich sehr schwer, in eine Position zu kommen, in eine Führungsposition bei einem Fußball-Bundesliga-Club, weil die Jobs sind in der Quantität halt extrem begrenzt. Und das kann man auch übrigens nicht planen. Ich habe als gelernter und auch immer noch sozusagen praktizierender Rechtsanwalt auch eine andere Berufung ursprünglich mal erwählt dabei. Aber ich glaube, man kann im Sport auch ankommen und man kann im Sport auch Karriere machen und man kann übrigens auch in vielen anderen Bereichen sich Dinge vornehmen. Das Entscheidende ist, glaube ich, immer, dass man sich sehr offen aufstellt. Also es reicht nicht, heute nur ein Fachidiot zu sein, wenn ich das so sagen darf, sondern man muss die Welt in ihren gesamten Zusammenhängen verstehen. Das ist immer das, was ich Leuten auch mit auf den Weg gebe. Also auch jüngeren Leuten, es führt leider nichts um die Tatsache herum, dass man einfach weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Und das zugeschnitten, wenn man im Versicherungsbereich ist, genauso wie im Fußballbereich, wie wird eigentlich das Geld verdient? Wer hat eigentlich welchen Vorteil und welche Interessen? Das muss man verstehen. Und da muss man sich reindenken. Es geht nicht nur um einen reinen Verkaufsprozess. Nicht bei uns, wenn unsere Leute Tickets verkaufen oder Merchandising. Sie müssen hinten dran verstehen, wie im Fußball Geld verteilt wird, eingenommen wird, aber auch wieder weitergegeben wird und wie der Kreislauf funktioniert. Und dann gibt es natürlich ein paar persönliche Merkmale, die man, glaube ich, mitbringen muss, wenn man die Dinge macht. Und wissen Sie, ich habe auch gelegentlich in den letzten Einstellungsgesprächen mal den einen oder anderen Anfang 20-Jährigen gehabt, der mir gesagt hat, also seine Vorstellung ist, dass er 3/5 arbeitet, also 70% Work-Life-Balance-mäßig, weil er sich nicht sozusagen erschöpfen will. Und wenn mir ein Anfang 20-Jähriger das sagt, dann muss ich mich schon wundern, der keine Familie hat, der noch nicht durch einen harten Jobprozess bislang gegangen ist. Also ich glaube, die Bereitschaft, und die wird man jetzt auch haben müssen nach Corona, und da will ich auch niemanden, der zuhört, irgendwie Sand in die Augen streuen, sondern da ist eher eine Menge Wasser im Wein. Die wird eher wieder über auch sehr viel Ambitioniertes, ich krempel die Ärmel hoch und arbeite mehr als andere funktionieren, als das vielleicht vor Corona der Fall war. Herr Schindenburg, was sind Ihre Erfahrungen und auch Tipps da draußen? Und finden Sie sich bei Herrn Helmer ein bisschen wieder? Also gerade der letzte Punkt hat mir sehr gut gefallen, weil ich nenne das gerne die Kopfnotendiskussion, also wieder mehr Tugenden und Fleiß etc. zu nehmen. Es fällt einem halt nichts zu. Und ich glaube, die Wirtschaft funktioniert nicht nach dem Motto, gib mir mal den Kredit an Vertrauen, den arbeite ich irgendwann ab, sondern umgekehrt. Arbeite und erarbeite dir das Vertrauen. Weil Sie gefragt haben, Versicherungswirtschaft, ich gebe mal ganz ehrlich zu, weiß nicht gar nicht, ob ich so ein guter Tippgeber bin. Also als ich Abitur gemacht habe, wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Mein Vater war hier im Rhein-Main-Gebiet recht einflussreich und hat verschiedene Jobangebote mir als Azubi gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Job, wo mein Vater keinen Einfluss hat. Das war die Versicherungswirtschaft. Also von daher sicherlich nicht so ein qualitativer Auswahlprozess, der dazu geführt hat.
Aber nach 40 Jahren sage ich heute, ich habe es nicht bereut. Das ist ein extrem spannender Job, bei dem sich so viel verändert. Man hat mit Menschen zu tun, hat man mit Vorsorge zu tun, man hat mit Finanzen zu tun. Das ist extrem spannend. Und wenn ich heute jemandem sagen würde, ob die Versicherungswirtschaft ein sinnvolles Betätigungsfeld ist, sie zu engagieren, sage ich ja, ja und ja. Weil ich glaube, dass das Thema Absicherung von Risiken ein wichtiger Parameter ist. Ohne die Absicherung von Risiken funktioniert die Wirtschaft gar nicht. Also wenn ich mir vorstelle, Sie hätten Spieler, die nicht versichert sind, schwieriges Thema. Sie haben ein Stadion, was nicht versichert ist, schwieriges Thema. Das heißt, das wird immer so weitergehen. Und ein Tipp an junge Menschen ist in der Tat, erst arbeiten intensiv, dann versuchen, die Lorbeeren zu bekommen und noch nicht zu früh identifizieren, ich will Vorstand werden und das schon ab 25 sagen, das ist meine Perspektive, sondern da gehört viel Fleiß dazu, auch ein Stückchen Glück, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Aber das Wichtigste ist, für seinen Job zu brennen, weil in dem Moment, wo man für seinen Job brennt, kann man Entscheidungen treffen, die langfristig sind. Und ich glaube, für alle Job gilt eines, Entscheidungen, die man trifft, die muss man, Sie haben den Begriff Haltung verwendet, diese Haltung muss ich haben. Ich muss auch für diese Entscheidung Jahre später noch stehen können. Und wenn mich jemand auf die Entscheidung anspricht, muss ich ja sagen können, deshalb habe ich das da getan, dafür stehe ich. Oder aber auch umgekehrt zu sagen, damals habe ich eine Entscheidung getroffen, die muss ich heute im Licht der Themen anders sehen. Aber diese Haltung ist extrem wichtig. Und von daher würde ich jedem empfehlen, wenn man nicht in die Bundesliga geht und dort einen Club managt, würde ich sagen, wäre die zweite Wahl sofort für mich Managen eines Versicherers. Oder erst das eine, dann das andere sozusagen. Vielleicht noch ein Punkt, den ich ganz spannend finde, und da komme ich zu meiner allerletzten Frage, wir haben ja gesagt, ne, Versicherung ist, hat das vielleicht das Bild des ein bisschen drögen, langweiligen, obwohl wir das sehr, sehr aufregend finden. Ich denke, jeder, der auch mal so einen Schaden erlebt hat, ob das jetzt eine junge Witwe ist, die dann doch irgendwie eine Risikolebensversicherung hat und zumindest vielleicht nicht vom emotionalen Elend haben bewahren können, aber zumindest von der finanziellen Katastrophe oder jemand, der einen Top-Krankenversicherungsschutz hat, der eine exotische Behandlung bekommt und die man wirklich quasi Leben ermöglicht. Da sind wir wieder bei ganz viel Emotionalität. Reden wir als Versicherungsindustrie leider mal wieder viel zu wenig drüber. Aber ich denke, dass das auch gerade so, auch Versicherung kann emotional sein bei diesen Themen. Es sind nicht immer schöne Themen, aber manchmal sind sie einfach notwendig. Meine allerletzte Frage an Sie ist folgendes. Jetzt haben wir ein bisschen hier zusammengesessen und über Fußball gesprochen, über Versicherung gesprochen, über Kunden, über Fans. Was sind denn jeweils so die Top-Dinge, die Sie vom jeweils anderen heute mitnehmen? Vielleicht, Herr Schindenburg, fangen Sie an. Also was mich wirklich beeindruckt, ist, wie man nachhaltig die Story von Eintracht Frankfurt aufgebaut hat. Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist die Frage Haltung und gesellschaftliche Verantwortung. Das ist vielleicht im ersten Blick bei einem Profi-Fußballverein, bei dem man vielleicht fälschlicherweise sagt, hier geht es primär ums Geld verdienen. Aber das sehen wir ja in der Zusammenarbeit mit Eintracht sehr deutlich. Hier geht es darum, in der Region eine relevante Position einzunehmen, eine gesellschaftspolitische Verantwortung zu haben und nicht nur über Fußball zu reden, sondern auch um gesellschaftliche Themen und das mit einer großen Nachhaltigkeit zu argumentieren. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und das löst auch nochmal so einen Gedankengang aus, denn ich will nicht verhehlen, gerade die letzten Wochen beim Bundesliga-Fußball hat man vielleicht doch manchmal gedacht, naja, ist es wirklich die Bundesliga als gesellschaftliche verantwortlicher Teil oder ist es eigentlich nur um Business? Und ich glaube, das, was Herr Hellmann da deutlich gemacht hat, was wir auch erleben in der Zusammenarbeit mit der Eintracht, ist deutlich mehr als nur Fußball zu spielen, als nur Geld zu verdienen, als nur Fans zu entertainen am Wochenende mal 90 Minuten, sondern da ist wahnsinnig viel dabei und ich glaube, der Impact eines solch erfolgreichen Fußballvereins in der Region Rhein-Main und darüber hinaus ist enorm. Herr Hellmann, was haben Sie mitnehmen können von Versicherung oder der Deutschen Marineversicherung, was Sie noch nicht wussten? Ja, genau, das ist der Punkt. Ich würde sagen, ich weiß eigentlich eine ganze Menge, aber was wirklich nochmal deutlich geworden ist und mich auch nochmal bestärkt, dass wir da in der gemeinsamen Partnerschaft genau richtig unterwegs sind, ist die Konsequenz in der Umsetzung des Konzepts, das die Deutsche Familienversicherung fährt. Also das hat was mit der Philosophie, der Einfachheit der Produkte zu tun, die jedermann vermittelbar sein müssen, mit der Digitalität, mit der man sie umsetzt, bis hin am Ende auch dazu, die Sicherheit zu schaffen, die Menschen brauchen, indem halt einfach schnell reguliert wird. Das ist nicht der digitale Ansatz, sondern das ist das Ergebnis, was bei Leuten ankommt. Das könnte man auch herstellen, wenn Herr Schindenburg persönlich das Geld ausfahren würde. Aber es ist halt einfacher, es anders zu tun. Die Digitalisierung erlaubt nur dieses Prinzip, diesen konsequenten Ansatz auch Realität werden zu lassen. Deswegen bin ich total davon überzeugt, dass die Deutsche Familienversicherung erfolgreich sein wird. Schindenburg, Hellmann, vielen herzlichen Dank, war mir eine große Freude. Prima, vielen Dank. Danke.